kommt Gavranovic. Starker Flugkopfball von Mario Gavranovic. 29. Minute. Vorstoß von Stefan Glarner. Ganz stark. Flanke dann auch ziemlich gut getimt für einmal Abstimmungsprobleme in der Abwehr des FC Sion. Das sieht man selten, dass ein Stürmer so frei zum Kopfball kommt. Fehler jetzt von Island. Gavranovic gefault. Penalty für den FC Zürich. 34. Minute. Gelbe Karte gegen Island. Katastrophaler Fehler des Brasilianers. Hat hier den Ball verloren. Trifft jetzt den Ball. Also für mich kein Penalty. Harter, sehr harter Entscheid. Jumiento nicht nimmt Anlauf im Duell mit Andres Vanitz. Davide Jumiento, der FC Zürich führt. Sehr sicher verwandelt dieser Elfmeter, schickt Vanitz in die falsche Ecke. Jumiento mit seinem zweiten Saisontreffer. Das ist Kukurusovic. Sehr viel Platz für Stjepan Kukurusovic. Puff! Riesenmöglichkeit zum 2:0 für den FC Zürich. Wir schreiben die 48. Minute. Gut vorbereitet von Kukurusovic. Und da den Ball in die Schnittstelle der Sittenabwehr gespielt. Und dann rutscht Oliver Buff das Leder auch ein bisschen über den Rist. Trifft den Ball nicht ganz optimal. Seredier. Probleme bei Da Costa, Leo Itaperuna. Auch hier nur ins Außennetz. Das war die mit Abstand beste Chance für die Walliser in der 79. Minute. Dieser Schuss hier von Geoffrey Seredier hat Da Costa vor Probleme gestellt. Und dann Leo, der noch zum Nachkopfball kommt. Abschlusswinkel war dann allerdings etwas gar spitz, sodass der Ball letztendlich im Außennetz landete. Josip Dürmitsch, Stefan Glarner und Oliver Buff. Immer noch Oliver Buff. Auch da fehlte nicht viel. Also das 2:0 wäre auch aufgrund der zweiten Halbzeit längst verdient. Der FC Zürich auch jetzt nach dem Seitenwechsel die klar aktivere Mannschaft mit den besseren Offensivaktionen. Aber der FC Zürich gibt heute ein Lebenszeichen von sich. Gewinnt absolut verdient gegen den Leader aus Sion. Ja.